Die Altonale, die ist in vollem Gange. Seit dem 16. Juni läuft sie nun schon. Aber man muss leider sagen, so langsam neigt sie sich dem Ende entgegen. Aber natürlich liegen noch einige Highlights vor uns. Und deswegen habe ich noch mal zwei Gäste bei mir. Monika Baum, Leiterin der Kunst-Altonale. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Und Frau Katrin Weiland, Leiterin der Literatur-Altonale. Auch schön, dass Sie mit dabei sind. Dankeschön. Wie sieht es denn aus? Kann man schon so ein kleines Fazit ziehen? Wie war es denn jetzt schon die letzten Tage? Ja, kann man durchaus. Also wir sind sehr zufrieden, also sowohl mit den Besucherzahlen als auch mit der Güte der Veranstaltung, dass das so aufgeht, was wir uns ausgedacht haben. Für Sie persönlich gab es schon so ein richtiges Highlight? Ja, es gab tatsächlich schon verschiedene Highlights. Also wir hatten tolle Wohnzimmerlesungen, Bookbeat im Thalia in der Gaußstraße war wieder toll und die Schifffahrt hatten wir am Dienstag auf der Elbe, das war auch großartig. Sehr schön. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht zurückblicken, wir wollen natürlich nochmal nach vorne blicken, denn viele Highlights am Wochenende. Wir starten mal am Samstagabend, da findet nämlich die Abschlussveranstaltung von Not at Home statt. Mhm. Was ist denn das genau? Not at Home, das war quasi 9 Tage eine Intervention in leeren Hallen von der Literatur-Altonale, Film-Altonale, Theater-Altonale, Kunst-Altonale und was habe ich noch vergessen? Literatur-Altonale, du bist da ja auch vertreten. Und das war ein prall gefülltes Kulturprogramm in der Ruhrstraße. Und jetzt am Wochenende ist eben halt der Abschluss. Also wir haben am Freitag eröffnet, ganz fulminant mit über 400 Besuchern. Das war sensationell. Und schließen jetzt am Samstag. Was wird es da für Highlights geben für die Besucher? Also erstmal gibt es noch diese große Ausstellung von den beiden Kunsthäusern 2025 und Achterhaus. Da ist in zwei Hallen eine riesengroße Ausstellung. Und es endet mit einer großen Licht- und Bass-Performance Visual Basic mit Katrin Bethke und John Eckert. Dass jetzt diese beiden Häuser oder Ateliers zusammen ausstellen, ist, glaube ich, neu, oder? Gab es das so schon mal? Nee, das ist das absolut Neue, dass sie das erste Mal zusammen ausstellen, sich darüber auch sozusagen näher kommen und auch gemeinsam jetzt weitere Pläne schmieden und auch auf ihre Häuser selber noch drauf aufmerksam machen, weil sie direkt in nächster Nähe, nächster Nachbarschaft beheimatet sind. Sehr schön. Mhm. Ja, jetzt wollen wir natürlich zur Literatur kommen. Auch da gibt es was Neues. Schreib Altona Altstadt. Da sind ja, glaube ich, die Altona, die Bewohner in Altona auch mit involviert. Was genau. Ist denn das genau? Also wir haben in Altona Altstadt Menschen gesucht, die eben Interesse haben, ihr Quartier zu literarisch zu bearbeiten, zu literarisieren. Und haben die dann in einen Workshop eingebunden mit einem professionellen Storytelling-Trainer. Und diese Kurzgeschichten, die da entstanden sind, werden jetzt am Samstag vorgestellt. Das heißt, Geschichten über ihr Leben in Altona? Oder ist da jeder ganz frei, was er macht? Nee, nicht ganz frei. Also die Idee ist eben schon, dass eben auch Altona als Schauplatz sozusagen vorkommt. Aber es werden sehr, sehr unterschiedliche Geschichten sein, sehr, sehr unterschiedliche Ecken. Und natürlich kommen die auch mit unterschiedlichen Schreiberfahrung auch in diesem Workshop. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich kenne die eben auch noch nicht, die Kurzgeschichten. Ich werde sie dann auch am Samstag zum ersten Mal hören. Und die dann auch jeder einzeln dort vorträgt? Genau, richtig. Ja, spannend. Sehr schön. Das ist Samstagnachmittag. Dann kann man eigentlich mit einer kleinen Pause direkt weiter zum Poetry Slam abends. Genau, zum Stopclock Poetry Slam. Und das ist zum 10. Mal, findet da statt. Und soweit mir bekannt ist, ist es auch der erste Kirchenslam in Hamburg, den wir damals gegründet haben. Und der heißt Stopclock Poetry Slam, weil eben Klopstock da eben ja gleich liegt, der Dichter, der Popstar seiner Zeit. Und in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal ein Motto, weil es eben auch das Reformationsjubiläumsjahr ist. Freiheit ist da das so ein bisschen die Überschrift. Und da kommen eben auch schon eben seit Jahren eben auch die Größen der Hamburger Slam-Szene, aber auch viele aus der deutschen Slam-Szene, die Größen. Wir haben immer einen Stargast und da gibt es eben noch einen Wettbewerb. Ich wollte gerade sagen, also bekannte Namen, aber auch jedes Jahr wahrscheinlich neue Newcomer im Poetry Slam. Genau, richtig. Ja, und das ist wirklich eine großartige Sache. Und das wird von Beginn an wahnsinnig gut angenommen. Und ich glaube, es ist auch der Slam, der wirklich eine riesen Altersspanne im Publikum sitzen hat. Also von 8 bis 88 haben wir da sozusagen echt, kriegen wir da alle. Es ist eine tolle Atmosphäre. Also wer die Christianskirche kennt, weiß eben, dass es auch eine sehr schöne Kirche ist. Und auch die Poeten finden das ganz, ganz toll, dort zu performen. Und das ist ja auch das Besondere gerade bei der Altonale, eben diese ganz unterschiedlichen und auch besonderen Spielorte. Also nicht, wie man sich's vorstellt, Poetry Slam im
bekannten Haus, sondern tatsächlich dann in der Kirche. Genau, das ist so ein bisschen die Idee auch von der Altonale, dass man eben auch Plätze und Orte umdeutet, dass eben vielleicht weniger Literatur, jetzt in meinem Fall literaturaffine Orte oder Literatur sonst üblicherweise bespielte Orte eben damit Literatur bespielt werden. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen großen Kunstmarkt am Wochenende im Rahmen dieser Altonale Straßenfest. Und da gibt es noch eine Versteigerung am Sonntag. Ja. Wie läuft das denn? Das ist ganz toll. Also um 14 Uhr findet diese Versteigerung auf dem Kunstmarkt statt, mitten in Ottensen. Und dort versteigern wir Werke und Arbeiten von den Künstlern, die dort alle ausstellen. Und wir starten weit unter dem Verkaufspreis und versuchen natürlich, das so gut wie möglich sozusagen zu versteigern. Aber man kann tatsächlich dort richtige Schnäppchen noch machen. Es sind alles Originale. Und ganz spannende Arbeiten sind dort auszustellen und zu sehen. Toll, also wirklich Kunst für günstige Preise. Mhm. Damit im Zusammenhang wird aber auch noch ein anderer Preis verliehen. Was passiert denn da dann noch? Ja, innerhalb dieser Auktion werden wir den Gewinner des Publikumspreises bekannt geben. Mhm. Und zwar das kommt von dem Kunst im Schaufenster-Wettbewerb. Mhm. Und wir haben ja einen jurybasierten Preis, der uns gestiftet wurde von der Hamburger Kulturbehörde, dotiert mit 2000 Euro. Mhm. Und daneben haben wir jetzt einen Publikumspreis eingeführt, dotiert mit 500 Euro, auch gestiftet von der IG Großen Bergstraße, also die dort auch ihre Läden mit beteiligt haben. Und da kann quasi das Publikum sein Lieblingsschaufenster wählen. Das ist uns ganz wichtig, dass sie alle mitmachen und meistens wählen die auch ganz anders als die Jury. Toll, das hört sich super an. Ein volles Programm. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Ein volles Wochenende. Kommen Sie auf jeden Fall nochmal vorbei. Die Altonale, bis Sonntag ist sie bei uns in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuschauen.